Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal und heute machen wir mal mit Ole und Heino mal wieder ein ganz schönes Video. Ich glaube mit Heino ist das erste Mal. Ole solltet ihr schon aus ein paar anderen Videos kennen, glaube ich. Sollte schon bekannt sein. Auf jeden Fall, heute soll es um die neuen Coachella-Skins gehen. Nicht nur das, sondern auch um kommende Kooperationen, die in das Spiel reinkommen. Das Ganze sage ich euch aber dann in der Runde, denn ich will euch dann auch noch das Gameplay von den zwei neuen Skins zeigen. Ich sollte ultra, ultra heftige neue Skins in das Spiel reinbekommen. Einmal den Kollegen hier, ultra cool. Und einmal diese Dame hier, sehr, sehr nice. Ja, sonst auf jeden Fall nice neue Items. Alte Coachella-Skins sind auch wieder back im Shop. Seltenes haben wir heute nicht viel, außer zwei Gegenstände. Und zwar ist es einmal Azra, die ist 600 Tage alt. Und einmal hier die Lackierung ist etwas älter, ich glaube auch so um die 600, aber ich bin mir bei der Lackierung jetzt nicht ganz sicher. Skin auf jeden Fall um die 600 Tage nicht im Shop gewesen. Ja, so viel dazu, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich schon wieder in der Runde. Let's go. So, wir sind hier wieder in der Runde und ich würde sagen, wir landen direkt Simi Springs. Das ist irgendwie so klassisch. Komm, Simi Springs. Ich weiß, Tankstelle ist auch ein nicer Ort, aber komm, wir müssen da jetzt landen. Auf jeden Fall, ja, so viel dazu. Also ich wollte euch das Video auch zeigen für die, die vielleicht nicht so oft online kommen, gerne das Gameplay von den Skins sehen wollen. Weil so viele neue Infos gibt es jetzt halt auch wirklich nicht. Ich schaue noch kurz auf Twitter, ob es da irgendwas Neues gibt. Wir kommen schon zu der ersten Kooperation, denn Fortnite hat im Update 24.10 geleakt, dass sie irgendwann und irgendwie eine Kooperation mit Rocket League haben werden. Und was sie machen, steht da nicht dabei. Auf jeden Fall wird es irgendeine Kooperation geben und irgendwas in der Form Rocket Pass. Das heißt, wir können dann in Fortnite so wahrscheinlich wieder Quests machen und dann uns irgendwelche Aufträge erspielen. Also, ich blende euch das Ganze mal ein. Ist ganz nice. Ja. Sonst haben wir noch eine zweite Kooperation. Und zwar kommt jetzt bald auf Netflix One Piece rein. Also eine ganz neue Anime-Serie. Und ich finde One Piece wirklich, wirklich fresh. Also ich weiß, Leute, ich habe es noch nie gesehen, aber ich fühle es einfach, weil ich die Charaktere da schon kenne und die Charaktere da nice sind. Und deswegen würde ich One Piece in Fortnite richtig, richtig nice finden. Und wäre natürlich auch möglich, dass sie reinkommen. Weil jetzt, wie gesagt, die Serie auf Netflix bald verfügbar sein wird. Ich nehme jetzt wieder Katana. Annoying. Das Bananenteam, ja.
Oh, da unten sind schon wieder welche. Warum spielen so viele neu nicht Bananen? Ich sehe jeder zweite Skin ist eine Banane gerade bei mir. Keine Ahnung. Dann gönne ich mir vielleicht doch den. Juicy Moosey. Oh, da hinten sind sie. Hab noch zwei Hits, bevor sie gesniped haben. Na, die. Nee. Pushen ist da, glaube ich, nicht so eine gute Idee, aber. Ja, ich denke mir gerade auch. Wir können ihnen zwar nice Hits drücken. Sie sind jetzt. Oha. Stark, der eine ist sogar dead. Ich mach Rückzug. Ich will nicht, dass ihr sterbt, gell? Kommt bitte zu mir. Die haben auch nämlich einen Teammate zu reviven, deswegen sagen sie. Ach. Ich brauch Heal. US. Ja, ist jetzt auch klar. Er hat auch nur Minis. Das gibt's, sowas gibt's nicht. Er hat auch nur Minis. Ja, habe ich. Auch gefinisht. Aber er hat auch nur Minis. Da ist noch einer. Ich brauche nämlich einen Biggie oder sowas. Yeah, Biggie! Ich war noch nie so froh, einen Biggie zu sehen. Und ich bin ihm einfach egal. Er geht da einfach nach hinten. Es ist ihm stark. Bam! Bam! Sehr cool, ich würde sagen, wir spielen dann noch eine zweite Runde mit dem anderen Skin. Ja, let's go, ab in die nächste Runde. So Leute, wir sind hier wieder in der Runde und ich würde sagen, dieses Mal machen wir eine Bot-Runde. Das heißt, wir versuchen uns den Loot der Bots zu holen. Oha, diese Chests sind ja gefühlt überall. Warum bist du down? Ich muss dich retten. Wo bist du?
Ja, im Bett. Ja, ich kann dich ein bisschen ansprühen, wenn du willst. Oha, okay. Die wollen dich nicht in der Runde. Die mögen dich nicht so, glaube ich. Ja, komm, zeig dich. Ach komm. Ja, gleich. Digga, diese Pump ist so scheiße. Ich freue mich schon so, wenn die Bots kommen, ich schwöre. Komm, direkter Revive. Wir können halt jetzt ekelhaft gesniped werden. So. Das hatte ich schon. Es war so alles ruhig und dann kam irgendeiner mit deiner Sniper. Wirklich. So was gibt's. Man kann mit jeder Heavy Sniper One-Shotten, nur zur Info. Heftig. Ah, jetzt. Nein, nicht schon wieder. Oh yeah, bam. That's. Also Shattered Slaps. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Erst ja, ich weiß Gott. Ich schaue so ganz gechillt, auf einmal steht er da so mit der Sniper. Ah, ne Gedanken. Bitte nicht schießen. Ja, da ist noch irgendwo ein Gegner. Ah, ah, ah. So. Nein, jetzt. Oh nein, wieso? Oh, das sind Gegner. Gegners. Wie kann man da sterben?
Aber du bist gerade an echten Gegnern gestorben. Es mischen sich gerade echte Gegner mit Bots. Oh nein, die holen sich die Waffen, die echten Gegner. Ich warte trotzdem auf euch. Oh no. Oh shit, oh no. Ich glaube, die wollen sich eher die Waffe holen, nicht uns. Okay. Oh mein goodness. Aura lebt noch, der andere ist tot. Nee, er ist noch nicht tot, er lebt auch noch. Krabbelt hier irgendwo rum. Jetzt weiß ich. Lass mir bitte die mythische, danke. Exotisch sogar, oha. Digga. Wir hatten hier so ein gutes Positioning gerade hier. Und du hast gerade irgendwie alles. So, ja, genau. Aber geh jetzt nicht auch hoch, Junge. Dann hast du ja dasselbe. Ja, und der kommt. Der soll runterkommen. Außer die Zone sitzt genau oben. Ich geh jetzt hoch. Da waren noch andere Gegner. Try not to die. Sheesh. What is going on? Ich hab grad. Sind zwei Leute. Gut, der eine schon mal. Ich habe keine Map. Das für ein heftiges Late Game. Jetzt kann ich versuchen, mich hochzuheilen in der Fabrik des Todes wahrscheinlich. Okay, ich war nicht der Einzige mit der guten Idee. Ich weiß nicht mal, ob die Idee gut war. Okay, wenigstens ein Biggie noch ergattert. Wichtig.
zweites Mal, dass ich mich über ein Biggie freue. Kann noch versuchen, wieder zum Van zurückzugehen. Weil ich glaube, dass sie da jetzt nicht mehr sind. Aber das könnte auch ein Irrtum sein. Ole, aufgepasst. Du wirst möglicherweise gleich revived. Oder doch nicht. Oh mein Gott, was sind das denn für Sweats? Hardcore. Aber es gibt's eigentlich nicht, weil es leben ja noch 5 Leute. Ist so. Das kann's nicht geben. Splashies nochmal. Komm bitte irgendwas, gebt mir irgendwas, damit ich noch den Win holen kann. Gebt mir irgendeine Kleinigkeit. Sie geben mir halt nichts. Wie soll ich den Win holen? Oh, ich habe wieder Metz. Okay, das ist wichtig. Jetzt muss ich sprayen. Oh nein. Genau jetzt nicht mehr. Na. Oha, okay. Also dass sie so hart sind, das ist ja härter denn hart. Ich bekomme nicht mal Fall Damage. Ich werde aber trotzdem sterben. Die gönnen mir nicht mal mehr den Biggie. Wie asozial. Ja. Tschüss. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, war trotzdem eine nice Runde. Hätte man nichts machen können. Ja, auf jeden Fall. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, euer Jürgen Schell. Ciao.